WordPress, Avada Design, Fusion Builder. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich bin hier auf dem Dashboard und ich habe das Design Avada installiert und nutze nun die Vorteile von Avada. Normalerweise, wenn ich eine Seite erstelle, dann sieht WordPress so aus und ich kann hier meinen Text erstellen, ich kann Bilder einfügen und so weiter. Aber das ist nicht sehr komfortabel. Wenn ich Avada Design installiert habe, kann ich umstellen auf Use Fusion Builder und dann sieht das nachher ganz anders aus. Wo kann man das überhaupt einschalten? Gehen Sie hier im Dashboard auf Fusion Builder, bei Fusion Builder zu Settings. Hier bei Fusion Builder achten Sie sich darauf, dass der Fusion Builder grundsätzlich eingeschaltet ist und dass hier bei Elementen überall der Haken gesetzt ist, sodass all diese Elemente hier nachher mit dem Fusion Builder erstellt werden können. Wenn Sie jetzt eine neue Seite machen, ich gehe hier auf Neu, Seite, dann sieht das völlig anders aus. Nun haben Sie die Möglichkeit, zuerst einen Container zu erstellen. Ich mache das nun. Der Container kann gewählt werden, ob der die ganze Seite breit ist oder halbe-halbe oder gedrittelt und so weiter und all diese Varianten hier unten. Ich nehme mal halbe-halbe. Jetzt habe ich hier einen blauen Container erhalten. In diesem Container hat es bereits zwei Spalten. Das ist eine und hier rechts ist eine. Und in jeder Spalte kann ich nun noch Elemente dazufügen. Also Container, Spalten, Elemente.